das Duell. Schofield tritt an und der macht das. Ganz stark gemacht, Tyler Schofield mit dem Anschlusstreffer in der 15. Minute. Starker Abschluss, förmlich aus dem Nichts das 1:2 für den KAC. Ja, und mit diesem Zwischenstand geht Hug, der Pass misslingt und da macht das eben gleich selber. Der KAC geht erstmals in dieser Partie in Führung, aber da müssen wir nochmals genauer drauf schauen. Kollektives Versagen der Wiener Defensive. Zuerst das ungenaue Zuspiel und dann sieht Matt Seber auch nicht gerade gut aus. Wir laufen bereits die letzten Spielsekunden und jetzt heißt es Bühne frei für Jamie Landmark. Das ist die endgültige Entscheidung und wer, wenn nicht der MVP höchstpersönlich, setzt den Schlusspunkt einer verrückten KAC-Saison mit vielen Hochs, Tiefs und schlussendlich mit einem Happy End für den Rekordmeister. Mission 30 complete. Der Pokal wandert nach 4 Jahren also wieder nach Klagenfurt. 4:0 der Endstand in der Finalserie. Die Party in Klagenfurt kann... In der Folge fällt gut 5 Minuten kein Tor, fast schon unheimlich an diesem Abend. Dann verliert der KAC die Scheibe, Turnover durch Voss, Rotter, 3:2! Just watch me now. Just watch me now.